Ja, willkommen zurück zum Sims 4 Let's Play hier mit dem Kingsen. Wir hatten in der letzten Folge die Zwillinge anwachsen lassen, weil ich habe das Geschrei, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr ausgehalten. Es wurde mal Zeit, dass sie sich hier ein Stück weiterentwickeln. Das haben wir getan. Das Kinderzimmer etwas umgeräumt, umgebaut, ja. Im Großen und Ganzen allerdings so geblieben. Hier mit dem Raum bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich machen werde. Der Rest passt soweit erstmal. Und dann gab es natürlich hier einen richtig geilen Pool. Ja. Und ich hoffe, hier können wir das ein oder andere an Party machen. Ich sag mal so, das Partyzentrum hat sich echt richtig geil entwickelt. Okay, damit Film ab. Nee, noch nicht ganz. Stopp. Wir hatten noch gesagt, Caroline Stevens hier. Ja, die Mutter von der Veronika Stevens. Die haben jetzt einen Arbeitsplatz verschafft. Die ist Journalistin. Oder zumindest soll sie es mal werden. Okay, Freunde. Wir haben hier den Kingsen. Beim Boss ein bisschen einschmeicheln. Wir haben die Kleine hier, die eigenen Zwillingen, die muss jetzt leider dringend aufs Klo. Das ist schade. Dann haben wir Mark Junior Kingston. Er ist ja. Was macht er jetzt? Holt sich was zu trinken. Okay. Hier auch in der Badehose. Schön entspannt. Er will Schach spielen. Schachspiel habe ich natürlich noch gar nicht auf dem Radar. Das könnten wir doch. Kann man das hier vielleicht sogar. Kann man das hier kaufen? Ist es unter Spielzeug? Apfelbaum. Wo ist mein Apfelbaum hin? Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Schachspiel. Das müsste doch hier vielleicht im Kinderzimmer irgendwie sein, oder? Schreibtische, Spielzeug. Pieproboter. Aber hier ist doch kein Schachspiel dabei. Vielleicht unter Büro oder sowas. Büro. Innenaktivitäten. Was ist das? Spielmatte, der Bewegungsmacher. Gehen wir mal Schach ein. Mal sehen, wie sich die hier. Schach. Brett. Was kommt denn nur bei Schach? Ah, da sind sie doch. Der Schachmeister. Ja, warum nicht? Farbe in welcher Farbe? Und gehen wir schon mal höher. Mal die Wände anmachen hier, dass wir was sehen. Komm hier, da haben wir. Komm mit Alt. Ja, wunderbar. So. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar, ich sag mal, Gartenmöbel. Gartenmöbel, wo haben wir das? Objekte in der Funktion. Wir brauchen. Pam, pam, pam. Erstmal alle anzeigen. Nee, was mache ich denn jetzt hier? Ich will eigentlich Außenmöbel. Esszimmertisch. Burner ist es jetzt nicht gerade. Machen wir jetzt mal so. So, was haben wir denn hier?
So. Naja. Okay, haben wir das auch geklärt? Er könnte ja, kann er das schon? Er soll da irgendwie was machen, was weiß ich. Gut. Wir gehen wieder ein Stockwerk tiefer. Und wen haben wir jetzt hier im Radar? Das ist ziemliches Tohubabohu. Im Internet surfen. Es gehen alle hier hoch. Was ist denn da los? Was ist mit ihr? Aufräumen. Komm, ein bisschen mitmachen. Hat die Hausaufgaben gemacht. Hier blitzt schon wieder was. Kann die das nicht aufräumen? Ist das zu viel? Mentalfähigkeit hat der Kingston erworben. Die unendliche Welt des Programmierens, der Parabeln und der Schachmatz wartet auf Mark Jr. Sorge nur dafür, dass ihm das Ganze nicht zu Kopf steigt. Alles klar. Da haben wir hier einen in der gebückten Haltung. Die hört Musik. Ist aber so ein Pool. Und jetzt tun sie sich hier außen, hier innen beschäftigen. Was machten die eigentlich hier? Was hatten die für einen Auftrag hier, die Pancake? Okay. Motorikfähigkeit. Karin kann auf dem Klettergerüst spielen und einem Computer tippen üben. Wieso Caroline? Achso, das ist ja. Was ist mit dem Junior Kingston? Bücher zu Ende lesen. Mentales Training hat er gemacht. Hier ist ja ganz schön was geboten. Komm mal her hier. Die muss jetzt mal ein bisschen was zu essen machen. Kannst du zwar wahrscheinlich nicht so gut wie der Kingston, aber... Oh, was heißt denn hier Abendessen servieren? Macaroni und Käse. Das ist was auf jeden Fall immer bei Kindern ganz gut geht. Mit ihr... Nein, die soll da was kochen hier. Was macht denn die jetzt? Zack, zack. Ich muss los, die Pancake ist raus. Veronika hält beim Spiel mit Teddybären jetzt bessere Stimmung. Okay. Das ist Veronika. Der Lenz ist da. Ich drücke mal die verkehrten Tasten. Das ist auch ein Traum. So, was ist denn mit Bella Grusel? Oh, ey, oi, oi. Da oben ist schon wieder Alarm. Da setzen wir mal schnell das Ding hin, dass da oben wieder Musik ist. So, hier. Einschalten. Alle Lichter. Ja, okay. Gut. Oh, da unten einfach kochen lassen, ohne das Ganze zu begutachten, ist natürlich so eine Sache. Also, was kannst du jetzt machen? Zum Essen rufen. Das klingt doch mal richtig gut. Mal gucken, wie alles kommt. Er könnte... Ah, das läuft bis hoch. Alles, das ist super. Das ist echt klasse. Zum Essen rufen heißt dann wirklich, dass sich jeder irgendwie was schnappt und mal richtig schön reinbeißt hier in die Spaghetti. Na, ist das nicht ein Bild, oder? Die Mutter mit ihren drei Kindern. Schön am Essen. Prima. Da wird sie auch gleich kokett. Aber jetzt lassen wir es erstmal alle schön essen hier. Ja, um 9:45. Sollte das auch... Ah, oh, der Pool ist natürlich echt ein Traum.
Ja, aber schon schön hingebaut. Ja, mit so ein paar Schwimminseln dazwischen. Ja, das heißt, man kann hier schön außen eine schöne Acht machen. Es fehlen mir dann nur noch die Gäste dazu. Aber das kriegen wir hin. So, was ist denn beim Kingston los hier? Da schmeichelt er sich noch beim Boss ein. Ob ihm das was bringt, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen. Oh, da ist ja richtig was drauf hier. Da hat es immer ordentlich einen aufgekocht. So, was geht denn hier ab? Hier wird eine lockere Unterhaltung. Dort Junior einfach mal ohne T-Shirt einfach hergesetzt in der Badehose. Er hat eine Frisur wie der Kingston. Das finde ich echt total klasse. Das gefällt. Und so soll es sein. Aha, Rosen. Ja, hier, komm, dann die aber auch alle im Badeanzug. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich ein bisschen die Badekleidung angepasst. Und habe mal die Halloween-Star Wars-Elemente entfernt. Weil. Ja, gut, das ist ja jetzt auch vorbei. Das sieht schön aus hier, wenn man aus dem Fenster schaut. Oder, Freunde? Das ist doch mal. Ja, doch. Das gefällt mir. Jetzt könnte man sogar noch überlegen, ob man hier so ein paar kleine. Kleine Lampen hinstellt zur Beleuchtung. Dass man sagt, Moment, bleibt mal hier. Dass wir sagen, wir nehmen eine Außenbeleuchtung hier, solche Außenlampen. Superlative. Und da eine hinmachen und hier eine hinbrennen. Die geht natürlich nicht dahin. Ja, das muss dann schon. Ja, die könnte man aber hier dazwischen knallen. Ja, aber hier vielleicht eine hin. Die würde genau dazwischen passen. Oder kommen denn die Sims vielleicht nicht mehr durch? Okay, dann nehmen wir mal hier so eine. Der Animus. Was? Der Animus. Der Animus. Na gut. Auf der Höhe hier. Und hier hinten. Ah, das wäre natürlich perfekt gewesen, die sich jetzt hier noch hätten integrieren lassen. Rein und so, okay, wir wollen es nicht übertreiben. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Hier steht noch ein bisschen was rum. Ein kleiner Orangensaft. Was ist denn mit dem? Oh, jetzt kommt der Sheriff nach Hause. Der Kingston Junior pennt. Ist er wohl schon? Jawohl. Was haben wir hier bei ihm? Unsicherheit mitteilen. Was war los? Wollen wir in die Pinnwand gucken? Ausgezeichnete Arbeit. Ja gut, dann wird es mal Zeit, dass er da mal. Dass er da wieder mal aufsteigt, weil er bringt relativ wenig Kohle mit, ne? Trinks gekauft. Was ist mit Veronica Stevens? Die schicken wir jetzt auch mal ins Nest. Und da kommt auch schon Bella Grusel, die mal ganz ge. Oh, puh. Mein lieber Schwan. Da ist ja richtig. Da drückt's im Glitzeranzug. Eieieiei. So, die Kinder schlafen. Jetzt muss ich mal den Kingston hier anschauen. Er hat auf jeden Fall noch ein bisschen Energie. Hunger ist auch noch nicht ganz da, weg. Nicht weg. Ah, da drückt auch noch nicht sehr. Deswegen würde ich sagen, gehen wir dem Kingston mal
eine energiegeladene Runde schwimmen. Das müssen wir uns jetzt einfach mal antun. Duschen. Erfrischende Dusche nehmen. Und hier ist er. Hier steigt er ab. Oh, der ist aber fix. Ja, er schwimmt hier im Kreis, oder? Was macht er? Wechselt er mal die Bahn? Ja, doch. Eine Ecke in die andere. Ja, gut. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Bella Grusel, warum ist hier rot? Was hat die noch für... Ah, die hat Hunger. Benorf! Die hat Hunger und Spaß ist auch geht Richtung Null. Dann zu Abendessen. Nee, die kann da was öffnen hier. Ein Rührei. So, sollst erstmal was essen und dann geht sie beim Kingston mitschwimmen. Optimal. Der Rest ist schön am Pennen. Das heißt, Kingston und Bella Grusel sind jetzt dann alleine. Kann natürlich gefährlich sein, sowas, ne? Das kann gefährlich sein. Er könnte natürlich jetzt mit ihr noch schön was essen. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Was ist ein Spezialrezept? Hier, Proteinteller. Ah, geil. Jetzt hier. Jetzt. Zeigt da alles. Er ist ja ganz schöner Draht geworden, du. Jawohl. So muss es sein. Was läuft hier im... Okay. Dort kann schon rumgeschrien. Die machen wir mal aus. Muss ja jetzt nicht jeder hier wieder aufwachen davon. Kings macht sich einen schönen Protein-Teller, hat er gesagt. Sieht aus wie ein Rippchen hier unten. Und? Na? Will nicht raus hier? Wir müssen Partys veranstalten. Na gut, das sollte kein Problem sein. Das machen wir immer am Wochenende. Level 8. Mark hat das Rezept für Apfelkuchen gelernt. Außerdem kann er Speisen aromatisieren, um eine bessere Qualität zu erzielen. Das ist ein richtiger Freak. Ein Gericht nehmen. Und der Rest ab in. Wo sind die anderen? Jetzt ist aber hier ganz schön. Okay, pass auf, du kannst doch dem Kings mit was erzählen von deinen Interessen schwärmen. Hier. Komm, unterhaltet euch ein bisschen, dann räumen wir auf und dann gehen wir ganz. Was ist mit dem Junior? Warum macht denn der jetzt hier so Krawall? Ja, der geht danach wieder mal. Der geht aber danach wieder ab in die Koje. Den kann ich jetzt hier nicht gebrauchen. Den kann ich hier nicht gebrauchen. Der darf jetzt wieder abschwören, aber ZZ, ziemlich zügig, mein Freund. Ja, nicht, dass du meinst, du kannst jetzt hier einen auf. Ich mache jetzt hier Party mit oder sowas, ne? Das ist Dreiviertel drei. Nee, nee, nee. Brauchst nicht spielen. Ab in die Koje. Lass uns mal hier schön beim Kingston selber vorbeischauen. Gut. Jetzt räumt er bitte noch auf. Aha. Branka. Die geht schon mal vor. Und dann geht's mal gemeinsam schwimmen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Au, sagt er. Okay, die sind alle unheimlich gut drauf, Freunde. Das. Kingston geht die Treppe runter, heißt. Oh.
Na da. Was hat denn hier auf der Nase? Einen weißen Fleck oder was? Jetzt schon? Das ist, hey. Komm, hör halt auf. Geh halt hier schön schwimmen. Mach halt keinen Quatsch. Kinnard! Jibs Kinnard. Spritzen? Oh. The Torb. Oh, jetzt wird hier ganz schön angegriffen. Wir haben eine Menge Spaß. Was ist das hier? Moment mal. Hey. Planspaß, weil wir verspielt ist. Nüftanz will er vorführen. Sie hat Witze schreiben bei verspielt. Hier, macht euch mal ein bisschen warm, heiß, wie auch immer. Uiuiui, ich sag's mal so, Freunde, das wird eine harte Geschichte hier. Also, das macht mir schon ein bisschen Angst, was hier im Pool passiert. Bis dahin müssen wir uns gedulden, wie es weitergeht. Hier dampfen die Teller, der Rest der Familie schläft. Und damit sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Kingston.